ist das geil. Aber was mache ich jetzt? Wachsen oder ölen? Wachs und auch Leinölprodukte sind aus meiner Sicht einfach wunderbar, weil sie ganz, ganz wenig Inhaltsstoffe haben und das ist toll. Denn so bleibt das Holz Holz und man kann es auch noch spüren und anfassen und riechen. Wenn man zum Beispiel lackiert, ist das nicht wirklich der Fall, weil wir halt eine lackierte Oberfläche berühren. Und das zweite Wunderbare ist, beide Oberflächen sind auch unglaublich einfach aufzutragen und sehen mega schön aus. Nehmen wir wieder Lackieren, das ist in der Regel gut zu machen, gar nicht mal ganz so einfach. Wachsen und Ölen ist mega einfach und wie genau das geht, gucken wir uns jetzt noch mal einmal an. Denn im Prinzip ist der Prozess fast der gleiche mit einer kleinen Einschränkung, zu der wir gleich noch kommen. Moment, bevor gleich eine Diskussion losgeht. Wir wollen uns das Ganze heute anhand von natürlichen Oberflächenbehandlungen anschauen. Was bedeutet das? Dazu kommen wir gleich. Wir nehmen dafür das hier, das kennt ihr schon, das ist unser Hey Honey Bienenwachsprodukt mit Orangenextrakt. Und wir nehmen auf der anderen Seite unser völlig neues, brandheißes Produkt Hey Layla. Das ist ein Leinölprodukt mit Lavendelduft. Warum nehmen wir die? Man könnte auch jede andere nehmen, aber es macht ja mehr Sinn, wenn ich Werbung für uns mache, anstatt für andere Firmen. Damit wir sehen, was sieht denn wie aus von euren Produkten, das Wachs und das Öl, kleben wir jetzt dieses wunderbare Stück Holz einfach einmal ab. Zack. Und werden diese Seite wachsen und diese Seite ölen. Let's go. Der Prozess ist bei beiden Oberflächenbehandlungen der gleiche. Das Produkt muss erstmal hier drauf. Dafür kann man bei uns theoretisch auch die Hand nehmen, weil wir, wie gesagt, keine schädlichen Inhaltsstoffe haben. Man kann aber auch ein solches Baumwolltuch nehmen, wenn man das möchte, und dann drauf damit. Das war's auch schon. Das lassen wir jetzt eine Weile einziehen und wischen dann am Ende den Überstand einmal ab. Im Prinzip wie beim Ölen, was wir jetzt machen. Öl muss irgendwie hier drauf und wir haben bei uns zu unseren Flaschen so einen super coolen Pumpspender. So kann man das Öl einfach dosieren und hat nicht zu viel und kann einfach jetzt alles ganz entspannt verteilen, wie beim Wachs. So, auch hier aufgetragen, halbe Stunde warten, dann den Überstand einmal wegwischen. Ölen und Wachsen sind eigentlich die einfachsten Techniken. Stopp, bis auf eine Tatsache. Der Schritt, der jetzt kommt, ist mega wichtig. Wir müssen den Überstand abwischen. Leute, das ist wirklich ganz ernsthaft so. Man sieht so oft irgendwelche Videos, wo Leute sagen, ja, ich öle jetzt, scheiß drauf, ich schmeiß das Schneidebrett einfach hier in so eine Ölwanne rein, lass ein bisschen drin liegen. Das ist Murks. Das Öl soll natürlich ein bisschen in das Holz einziehen, aber wir wollen ja keinen Schwamm daraus machen. Je tiefer das einzieht, desto schwieriger bis desto unmöglicher wird es auf kurz oder lang, dass es überhaupt richtig aushärtet, weil oben ist es irgendwann ausgehärtet, wir haben eine Schicht, die sich gebildet hat und innen drin kann es eigentlich nicht mehr raus, weil wir oben eine Schicht gebildet haben. Also beim Ölen ist es wirklich ganz, ganz wichtig, lasst es ungefähr 30 Minuten einziehen und dann wischt ihr es weg. Und beim Wachsen gilt im Prinzip das Gleiche. Wichtig, Wachsen, und das kann man jetzt schon mal eben sagen, ist im Prinzip die schwächste Oberfläche, weil wir wirklich einfach nur mit dem Wachs einen schönen Glanz und eine ganz leichte Schutzschicht machen. Das Wachs härtet aber jetzt nicht wirklich übermäßig aus und so ist der Schutz halt relativ gering. Bei einem Öl wie hier aus Leinölfirnis zieht das Ganze etwas tiefer ein, härtet aus, hat einen etwas höheren Schutz. Und Hartwachsöl bzw. Lackieren sind dann halt nochmal stärkere Schutzschichten. Aber wie gesagt, je stärker der Schutz, desto mehr geht natürlich auch die natürliche Oberfläche, der Geruch und Co. vom Holz verloren. Jetzt aber zum Einreiben, genauso wie zum Auftragen, könnt ihr einfach so ein Haushaltstuch nehmen und dann einpolieren, bis nichts mehr oben drauf ist. Und dann im Zweifelsfall lieber noch eine Schicht drauftragen, anstatt dass es irgendwann sapschig wird. Ein weiterer Vorteil, wenn wir das Ganze nach 30 Minuten richtig schön einreiben, ist, dass wir auch alle Stellen nochmal berühren. Das heißt, egal mit welchem Oberflächenprodukt wir jetzt gearbeitet haben und wir haben vielleicht einfach in unserer Dusseligkeit eine Ecke vergessen,
Sobald wir alles nochmal polieren, gehen wir eigentlich fast automatisch da nochmal drüber. Und da wir, wie ich schon sagte, ja den Überstand mitnehmen, reiben wir diesen Überstand fast automatisch dann an die Stellen, wo wir vorher nicht genug hatten. Wichtig, Tücher vom Ölen. Im besten Fall immer luftdicht verschließen. Zum Beispiel mit einem Handschuh so in die Hand nehmen, Handschuh abziehen, Handschuh zuknoten oder wie in diesem Fall, hat keiner gesehen. Also, das ist nun eine Schicht. Ihr könnt natürlich bei diesen Prozessen sehr viel mehr Schichten aufbauen, je nachdem, wie ihr wollt. Aber wir sehen, so kann das Ganze aussehen. Gewachst und geölt. Was ist der Unterschied? Wir sehen auf jeden Fall, beides sieht relativ gleich aus, bis auf dass die gewachste Oberfläche etwas matter ist. Hier beim Öl haben wir schon beim ersten Auftrag etwas mehr Glanz. Was bedeutet das? Erstmal beide feuern an. Super, denn so sah es vorher aus. Was wir natürlich machen können, beim Wachs können wir natürlich wirklich ganz, ganz einfach noch eine zweite, dünnere Schicht oder auch eine dritte auftragen. Und das ist auch der Punkt. Eine gewachste Oberfläche hat den geringsten Schutz. Das heißt, wir müssen hier immer mal wieder nachwachsen, haben aber auch so die Möglichkeit, den Glanz, den wir haben wollen, wirklich sehr regelmäßig am Leben zu erhalten. Und wir beschäftigen uns mit unserem Möbel. Und das ist super, denn wir pflegen es. Beim Ölen müssen wir natürlich nicht ganz so oft nachölen, aber wir sehen hier, die Oberfläche sieht wunderbar aus. Und wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte hier noch etwas mehr Schutz haben, dann kann ich natürlich auch hier noch eine weitere Schicht auftragen. Wichtig, noch härtere bzw. chemischere Behandlungen sind natürlich noch sicherer. Wenn wir Hartwachsöl nehmen, was richtig doll schichtbildend ist, oder eine Lasur oder sogar lackieren, dann hat das natürlich einen höheren Schutz. Aber wir verlieren natürlich auch ganz viel von diesem Gefühl, was ich jetzt hier gerade habe. Und es riecht natürlich auch nicht mehr so gut. Eine Sache möchte ich nochmal sagen. Das ist natürlich jetzt ein Beispiel anhand unseres Produktes. Warum denn? Schämst du dich nicht? Ganz im Gegenteil. Ich bin sogar sehr, sehr stolz, dass ich euch zwei solche Produkte zusammen mit Flo zur Verfügung stellen kann. Denn wir sind beide mega überzeugt davon. Und ich glaube, die Produkttester werden es schon wissen. Oder alle, die unser Hey Honeywachs kennen, auch. Wir legen ganz viel Wert darauf, dass es halt super natürlich ist, made in Germany, und es riecht gut. Und das ist ganz, ganz wichtig. Mich hat das früher immer total genervt, wenn man was ölt und es stinkt, und wenn man das Ganze fertig geölt hat und man kommt einen Tag später in die Werkstatt, es stinkt immer noch, man kriegt Kopfschmerzen, man muss lüften, im Winter nervt das. Deswegen sind wir ganz, ganz froh darüber, dass unsere Produkte nach unserer Wahrnehmung ganz, ganz toll riechen. Ganz wichtig, wenn ihr findet, dass sie stinken, dann kauft sie lieber nicht, weil der Geruch bleibt eine Weile da, und das ist was ganz Schönes. Also, so geht Wachsen und Ölen. Und wie gesagt, der Fehler, den ihr vermeiden solltet, ist, lasst es nicht zu lange drauf stehen. Jonas, gibt es nicht auch was umsonst? Natürlich, mit dem Hashtag Ja könnt ihr euch jetzt dafür bewerben, ein Hey Layla zu gewinnen. Und mit dem Hashtag Nein könnt ihr euch bewerben, um ein Hey Honey zu gewinnen. Ich verlose von beiden jeweils 5. Also können 10 Leute was gewinnen. Ihr könnt auch Hashtag Ja und in einem zweiten Kommentar Hashtag Nein schreiben. Dann könnt ihr das eine und das andere gewinnen. Also, wer nichts gewinnen will, guckt gerne mal unten rein. Wir sind sehr, sehr stolz und froh, dass wir diese Produkte haben. Ich hoffe, dass sie euch gefallen. Und ich hoffe, dass ihr jetzt wisst, wie man wachst und ölt, wo der Unterschied ist und warum das aus meiner Sicht eine ganz natürliche und tolle Oberfläche ist. Also, smash den Kanal-Abo? Was? Smash den Abo-Knopf und bis zum nächsten Mal.